Kreativsein auf Knopfdruck funktioniert nicht. Ideen müssen sich entwickeln, verworfen werden, in anderen Zusammenhängen doch wieder neu entdeckt werden. Zufällig entstehen Ideen und Einfälle beim Musikhören oder Ausprobieren am Instrument. Beim Songwriting geht es für die Schülerinnen und Schüler vor allem auch darum, sich dieser häufig rein intuitiven Vorstellung bewusst zu werden. Dazu gehört vor allem für diejenigen mit wenig musikalischer Vorerfahrung, in bereits bestehender Musik nach Inspirationen zu suchen, packende Motive zu adaptieren, faszinierende Elemente aus bestehenden Songkonzepten zu übernehmen und so anzupassen, dass sie für den eigenen Song genutzt werden können und diesen voranbringt. Auf diese Weise entsteht geradezu ein Bedürfnis, auch in der bestehenden Musik Elemente zu analysieren und zu untersuchen, um mit diesen faszinierenden Ideen dann am eigenen Song weiterzuarbeiten. Bei dem Song Home zum Beispiel diente die Akkordfolge aus Secrets von One Republic mit der markanten Cellostimme als Inspirationsquelle. Leider gab es keinen Cellisten, der die adaptierte Cellostimme für Home Live einspielen konnte. Die Idee aus der Gruppe wurde also von mir als Musiklehrer mit dem MIDI-Keyboard und einem möglichst authentischen Cello-Sound eingespielt und das Ergebnis dann in der nächsten Musikstunde den Schülern vorgespielt, damit die Gruppe urteilen konnte, ob sie damit zufrieden war. Einig darüber, dass ein live gespieltes Instrument wesentlich überzeugender wirken könne, wurde dieses MIDI-Ergebnis letztlich mit Blick auf die Grenzen der Umsetzbarkeit in diesem Rahmen akzeptiert. Die Idee zu diesem schlichten Klavierpattern in Home entstammt im Grunde der Klavierbegleitung aus Vois sur ton chemin, eines der sehr bekannten Stücke aus dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu, das wir im Musikkurs zu Beginn des Schuljahres gemeinsam gesungen haben. Die einfache Akkordfolge aus Secrets in Form dieses einfachen Klavierpatterns zusammen mit der markanten Cello-Begleitstimme bilden die Grundlage des gesamten Songs Home.